Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Tarotkartenlegung für die zweite Kalenderwoche. Die Woche, die am 8. Januar beginnt und bis zum 14. Januar geht. Wir haben in dieser Zeit einen Neumond. Es könnte also recht ruhig werden in dieser Woche. Erholsam. Wichtige Arbeiten sollte man bis zum 11. Januar abgeschlossen haben, um Platz für Neues zu schaffen. Lieber Skorpion, wir schauen uns in dieser Legung an, wie deine Woche werden wird und welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und da schauen wir mal rein, wie die Woche für Skorpion werden wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen. Hoch, das ist es. Ja, vorher war so eine kleine Energie vorher, aber die war nicht stark. Das war jetzt eindeutig. Das finde ich dann ganz gut, wenn das so eindeutig ist. So, dann brauchen wir noch eine Karte vom Mondorakel und können beginnen. Okay, ich bin schon sehr gespannt. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Der Wagen. Oh, das ist aber spannend, denn diese Woche ist eine wichtige Vorbereitung auf einen neuen Schritt in deinem Leben. Es ist so ein bisschen Aufbruchsstimmung um dich herum. Und vielleicht weißt du jetzt schon, um was für Ziele es dir im Besonderen geht für die nächsten Monate oder Wochen. Und diese Woche gilt der Vorbereitung dieser Pläne, insofern, dass man nochmal Informationen einholt, genauer überlegt, was man wirklich möchte, genau überlegt, wie man was machen möchte, sich eine Strategie überlegt. Oder es wird auch so sein, oder ne, es kann auch beides parallel sein, dass dir die entscheidende Idee, wo du wirklich hin möchtest, worin deine neue Reise im Leben bestehen soll, wohin es gehen soll, dass du diese entscheidende Idee erst im Laufe der Woche bekommst. Und das ist dann die Vorbereitung darauf, ne? Es könnte tatsächlich, lieber Skorpion, bei dir um Reisevorbereitung gehen, ne? Das ist hier wirklich so Urlaubsplanung, eine wichtige Reise in dein Leben, die vielleicht auch länger geht, eine Rolle spielt. Aber es geht natürlich im Vorfeld eher um das metaphorische Bild, ne? Eine neue Reise in dein Leben kann einfach auch ein neuer Weg bedeuten, wodurch dein Leben sich verändern wird oder gewisse Aspekte deines Lebens, zum Beispiel im Beruflichen, kann das eben auf einen Karrieresprung in der Zukunft hindeuten oder dass sich eine Beziehung in deinem Leben deutlich vertieft und verändert. Vielleicht, dass man überlegt, dass man zusammenzieht oder zusammen umzieht oder zusammen, ja, sich eine größere Wohnung oder ein Haus organisiert, ne? Also ein neuer Weg liegt hier vor dir und es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung zu vermerken. Und wir schauen mal, was wir hier weiter im Weiteren haben. Ach, sehr schöne Karten, sehr schöne Karten. Eine entspannte Woche liegt vor dir, voller Tatendrang, Dynamik und vieles, was du dir vorgenommen hast, wird reibungslos funktionieren, denn du kannst dich diesbezüglich auch auf die Mitarbeit deiner Umgebung verlassen, ne? Auf der Arbeit eben die Mitarbeit von deinen Mitarbeitern und Kolleginnen. Aber auch in der Familie, im Freundeskreis, wenn du hier etwas mit Freunden geplant hast, wird das reibungslos funktionieren oder in der Familie irgendeine Aktivität oder eine Veranstaltung. Man arbeitet hier sehr wirkungsvoll, harmonisch zusammen und ist im Einklang. Man strebt auch gemeinsame Ziele an und ist sich einig. Vielleicht ist man unterschiedlich in der Art und Weise, wie man etwas einschätzt oder wie man vorgeht, aber im Großen und Ganzen wird das gut miteinander zusammen harmonisieren.
Du selbst wirst dich auch sehr wohlfühlen, sehr ausbalanciert und sehr im Gleichgewicht. Hier die Ausgleichung schenkt dir viel Konzentration, Aufmerksamkeit und ein ausgewogenes Innenleben, eine gewisse Grundbalance, die dir dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen, ein gutes Urteilsvermögen schenkt und auch gute kommunikative Fähigkeiten. Wodurch du eben dein Alltag, dein Leben und alles, was dazugehört, gut und ausgewogen gestalten kannst. Ja, und auch so eine gewisse Klarheit im Leben hast, ne? Also einen klaren Blick, ein gutes Urteilsvermögen. Was war in der Vergangenheit los? Ah, ein Ass der Stäbe. Eine neue Leidenschaft in deinem Leben, die jetzt immer noch nachwirkt. Du hast kürzlich neue Ziele für dich erfasst, für dich entwickelt und warst diesbezüglich Feuer und Flamme. Eine neue Leidenschaft hat sich in deinem Leben bemerkbar gemacht, die Begeisterung in dir ausgelöst hat und dir jetzt viel Kraft, Dynamik schenkt für das Erreichen deiner Ziele, ne? Also für das, was du hier begehrst, was du anstrebst. Natürlich kann dies sehr positiv auch in der Partnerschaft, in der Liebe wirken und auch, ja, ein Hinweis darauf sein, dass du also Feuer und Flamme für eine Person warst, hier ein neues Feuer zwischen euch entstanden ist vor kurzem, was dich einfach motiviert und dir viel Kraft schenkt, viel Mut schenkt und du auch womöglich hier wirklich sehr begeistert von diesen Menschen bist, ne? Dich sehr angezogen fühlst von diesen Menschen und da ist auch zwischen euch beiden eine besondere Dynamik. In dieser Woche wird es ruhiger, stabiler, stetiger, aber dieses Feuer hört nicht auf, ganz im Gegenteil, ne? Ganz im Gegenteil, es stabilisiert sich, ne? Es wird integriert, kann man sagen. Und für dich, und ich glaube, so wirst du das auch sehr bewusst erleben, geht es in vielerlei Hinsicht darum, dieser Entwicklung zu vertrauen und hier wirklich die Gedanken loszulassen, die Kontrolle loszulassen und darin zu vertrauen, dass alles zur richtigen Zeit passiert. Sich dem Feuer hinzugeben, sich der Leidenschaft auch hinzugeben und mit offenen Herzen, mit offener Wahrnehmung zu schauen, was in deiner Umgebung passiert, ne? Und auch die Dinge so ein wenig auf sich zukommen zu lassen. Du hast wirklich viele Gründe, hier Ruhe zu bewahren, ne? Und den Entwicklungen in deinem Leben ihren Lauf zu lassen, dich mehr auf das Emotionale einzulassen. Weil viele Dinge laufen einfach sehr gut, sehr rund, sehr von selbst und du bist gelassen und gefasst. Und diesen Zustand kann man sehr schön genießen. Wahrscheinlich hast du, lieber Skorpion, in dieser Woche auch eine sehr gute Intuition und solltest auf deine Gefühle im besonderen Maße achten. Und die Ahnungen, die du hast, die Einblicke, die emotionalen Einblicke und Einsichten über den Verlauf einer Angelegenheit besonders ernst nehmen. Ne? Du hast nämlich eine sehr starke innere Stimme. Was sagt, ja, deine innere Stimme ist voller Schaffenskraft. Und wo immer du auch ganz hintergründig spürst, dass es angebracht ist, jetzt zu handeln, solltest du nicht zögern und die Initiative ergreifen, denn du hast wirklich eine ganz besondere Schaffenskraft, die aus deinem tiefsten Inneren, aus deinem Unterbewusstsein heraustritt, herauswirken möchte und bist hier wirklich sehr mit dir selbst, mit deinem ganzen Sein im Einklang, kannst dir und deinen Entscheidungen, deinen Einschätzungen im besonderen Maße vertrauen. Über diese Intuition kannst du es schaffen,
etwas ganz Besonderes zu kreieren, eine ganz besondere Stimmung zu kreieren und die Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Du hast auch mehr als sonst eine ganz bestimmte Ausstrahlung, eine Ausstrahlung, die andere Menschen faszinierend finden und wodurch du überzeugend wirkst. Du kannst andere in dieser Woche sehr gut von deinen Ideen, von deinen Vorhaben überzeugen und motivieren. Vielleicht auch so stark, dass du sie manipulieren kannst. Ne? Mit dieser Kraft muss man auch verantwortungsvoll umgehen. Aber diese Kraft hast du im besonderen Maße in dieser Woche. Ne? Wahrscheinlich durchschaust du auch deine Umgebung, die Mitmenschen, mehr als sonst. Irgendwie hat es schon etwas Magisches, ne? Was du an dir hast. Mehr als sonst. Das ist ja sowieso auch eine Wesensfacette von Skorpion, aber diese Fähigkeit tritt besonders in dieser Woche besonders in den Vordergrund. Und du hast dadurch viel Schaffenskraft, besonders was die Zukunft, das Zukünftige betrifft. Hier ein Prinz der Stäbe, der für dich im Laufe der Woche wichtig wird. Der Prinz der Stäbe ist eine Personenkarte, die nun auf eine andere Person in dein Leben verweisen kann, aber gleichsam auch eine Wesensfacette von dir beschreibt. Es kann parallel sein, es kann beides gleichzeitig sein. Der Prinz der Stäbe ist eine junge, jugendliche Energie, eine Feuerenergie, könnte hier sehr gut wieder Löwe oder Schütze sein, aber auch ein anderes Sternzeichen ist denkbar. Und du als Skorpion hast auch viele Feuerseiten, auch wenn du ein Wasserzeichen bist. Ja, der Prinz der Stäbe hat sowas Junges an sich, ne? Etwas Unerfahrenes. Und so kann dieser Mensch, ohne sich zu viele Gedanken zu machen, sich voll und ganz auf seine Dynamik einlassen. Und ist ein Mensch, der sehr tatkräftig ist, immer so ein immer nach neuen Abenteuern, nach neuen Herausforderungen sucht, auf direkte und unbekümmerte Art sein Verlangen, sein Begehr, seiner Leidenschaft folgt. Sein Verlangen ausdrückt, seine Bedürfnisse ausdrückt und auch direkt darauf handelt, ne? Ist auch eher ein Draufgänger. Oder Draufgängerin, kann auch eine weibliche Person sein. Eine Person, die mutig nach vorne stürmt, ne? Die auch, ja, sehr viel Frohsinn auf diese Weise verbreiten kann. Aber auch manchmal etwas forsch und dominant auftritt. So nach dem Motto, hier bin ich, ne? Also eine sehr präsente Person. Ja, entweder hast du es mit so einer Person zu tun und diese Person kann auch recht jung sein, muss nicht unbedingt, aber kann recht jung sein. Wenn du eine Familie hast, kann es auch ein Sohn oder eine Tochter von dir sein. Kann aber auch ein erwachsener Mensch sein, der die eigene kindliche Seite im besonderen Maße auslebt. Und so kann das eben auch sein, dass diese Energie auch auf dich passt, dass du diese Seite in dir auch dann im Laufe der Woche im besonderen Maße ausleben kannst. Im privaten Bereich kann das auch viel auf Aktivitäten hinweisen, so Sport, Dynamik, ne? Viel unterwegs sein, viel nach neuen Abenteuern suchen. Im romantischen Bereich ist natürlich so die Leidenschaft und das Körperliche besonders im Vordergrund, ne? Vielleicht auch die sexuelle Aktivität. Ja, also wir schauen uns diese Person mal genauer an. Ja, und diese Person wird einfach total glücklich sein. Ja, du als diese Person bist total glücklich oder diese Person, die du triffst, ist einfach total glücklich, hat einfach sehr viel Freude am Leben, ne? Sehr viel Spaß, ist auch sehr entschlossen darin, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Am besten auch mit mehreren Menschen, ne? In der Geselligkeit. Ein Mensch, der offen und ehrlich ist, ne? Der authentisch ist, der auch sehr herzlich zu seinen Mitmenschen ist und gerade in der Gemeinschaft sehr viel Freude, Frohsinn verbreitet, Erfüllung darin findet, ne? Offene, klärende Gespräche könnten hier auch eine Rolle spielen und über diese Gespräche neue Erkenntnisse, die dieser Mensch über diese Gespräche halt bekommt, ne?
Und darin liegt wirklich ein Herzenswunsch bei diesen Menschen, ne? Dieser Mensch kommt über diesen Weg seinen Träumen, seinen Wünschen und seiner wahren Vision deutlich näher. Es hat auch für diesen Menschen einen heilenden, einen reinigenden Effekt, vielleicht von alten Sorgen, vielleicht von alten Problemen, von Trübsal, von Schwermut, ne? All dies kann sich dieser Mensch im Laufe dieser Woche heilen und reinigen. Ja, und lieber Skorpion, auch wenn das ein anderer Mensch in deinem Leben ist, der einen sehr positiven Einfluss auf dich zu haben scheint, glaube ich doch in vielerlei Hinsicht, dass du wirklich dich selbst auch als Prinz der Stäbe wiederfinden wirst. Denn diese Karten entsprechen wirklich hier auch so deiner Grundenergie, ne? Und der Stern ist auch ein Hinweis hier auf den Wagen, dass es um eine große neue Vision geht, neue Träume, neue Wünsche, sich selbst zu erfüllen und dass du zuversichtlich nach vorne blicken wirst und deinen Träumen, Einsichten, Inspirationen und Ideen folgen und vertrauen solltest. Ne? Da möchte ich dich ausdrücklich dazu in dieser Woche ermutigen. Es wird wirklich auch hier Licht in deinen Alltag, in dein Leben im Gesamten kommen, ne? Erkenntnisse, Klarheit und dass auch irgendwie alles so transparent wird, ne? Durchschaubar. Ja, sehr schöne Aussichten für dich in dieser Woche. Und was haben wir hier? Aber hier kommt so ein leichter Dämpfer hinein mit den 5 der Scheiben. Ich sehe diese Karte auch häufig in dieser Woche. Kann schon sein, dass das so eine allgemeine Energie ist. Wir haben hier die 5 Scheiben. Und mit den 5 Scheiben ist es so, dass sich auch einiges ohne dein Zutun verzögern wird und dass deine Geduld ein bisschen auf die Probe stellt und dich ein bisschen hemmt, ein bisschen zurückhält in dieser Energie. Also, vieles wird sehr gut laufen, aber auf einiges musst du noch warten. Und es gibt dir die Möglichkeit, über dies zu reflektieren. Das könnte mit den Wagen auch sehr wichtig werden, denn diese Phase, diese Woche kannst du sehr gut nutzen, um über deine Zukunft nachzudenken und das Vergangene zu reflektieren und zu schauen, mit was du zufrieden warst bisher und welche Bereiche nicht gut gelaufen sind, sodass du das und was dir wichtig ist daran, was für dich wirklich Priorität hat, sodass du das auch gut ändern kannst. Hier solltest du dir dafür ein bisschen Zeit nehmen und keine Wunder erwarten, nicht erwarten, dass von heute auf morgen alles gut wird, sondern mehr das Langfristige im Auge behalten. Vor allem, wenn sich etwas verzögert, vor allem, wenn du hier auf gewisse Informationen wartest oder eine Entscheidung von jemandem wartest. Solltest du nicht ungeduldig werden, sondern dich auf die Sachen konzentrieren, die du selber in der Hand hast. Ja, dein Privatleben wird unheimlich schön werden, ne? Also in der Familie, bei deinen engen Freunden und natürlich auch in der Partnerschaft wird es sehr harmonisch, sehr innig, in der Partnerschaft auch sehr sinnlich, zärtlich. Man teilt hier auch viele gemeinsame Erinnerungen und nostalgische, also Gefühle könnten dir kommen in dieser Woche, so dass man gemeinsam schöne Erinnerungen wieder aufleben lässt, wieder miteinander teilt und reaktiviert. Könnte wirklich sein, lieber Skorpion, dass du im Privatleben wirklich im Moment verliebt bist oder auf Wolke 7 schwebst und dass du die Zweisamkeit, das gemeinsame Erleben in besonderer Weise genießen wirst in dieser Woche, ne? Ja, da sehe ich schon eine sehr schöne Fülle und ein sehr schönes Liebesglück. Und das lässt, also ich glaube, diese 5 der Scheiben beziehen sich eher auf das Berufliche. Das lässt dich bestimmt auch ein bisschen darüber hinwegsehen, wenn es im Berufsleben einige oder was das Organisatorische vielleicht ist es auch Verwaltung, also wenn da irgendwie etwas
nicht ganz rund läuft, lässt dich das vielleicht ganz gut darüber hinwegsehen, ne? Oder vergessen, ne? Ich denke, bald kommt dann wieder neue Energie rein und dann geht das wieder alles ein bisschen schneller. Ja, es geht hier wirklich mehr so beruflich gesehen, ne? Oder alles, was nicht zwischenmenschlich ist. Viel darum, Ideen zusammen zu folgen, zu durchdenken, mehr so das Innere und ja, hier mit dem Magier, das Kreative, ne? Und es wird nur ein paar Momente geben, das kannst du mit deiner Intuition erspüren, in denen es notwendig sein wird zu handeln. Aber diese Momente haben es dann auch in sich. Diese B Momente bewegen etwas. Diese beiden Karten haben hier viel miteinander zu tun. Du sehnst dich nach Hingabe. Du bist tatsächlich auch bereit, und das finde ich sehr gut, die von Kontrolle abzugeben. Das heißt nicht Verantwortung abzugeben, sondern loszulassen und der Entwicklung zu vertrauen. Ja, diese Hohepriesterin wirst du sehr bewusst spüren, dieses Gefühl, und dich auch auf bewusste Art und Weise dich darauf einlassen. Und das finde ich hier sehr positiv. Denn wenn du hier das Gegenteil verfolgst, ne, wenn du hier versuchst, jede Aktivität, jede Entwicklung bestimmen zu wollen und dich auch für alles verantwortlich zu fühlen. Und ja, dann könnte es sein, dass du hier auch an gewisse Belastungsgrenzen gerätst. Das Vertrauen und das Loslassen und das Vertrauen in die Entwicklung selbst und auch das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten und Einschätzungen wird in dieser Woche besonders wichtig sein, ne? Und Disziplin, Kontrolle und Machtausübung könnten eben eher zum Gegenteil führen. Natürlich ist es auch immer wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Also es geht hier darum, ein vernünftiges Maß zu finden. Aber da bin ich mir sicher, dass du das schaffen wirst. Ja, und hier der Prinz der Kelche. Sehr, sehr schön. Denn du wirst diesen Prinzen der Stäbe, ich bin mir sehr sicher, dass diese beiden Menschen miteinander zu tun haben, auf einer emotionalen Ebene begegnen. Es könnte natürlich sein, dass du eine neue Person dann kennenlernst oder einer weiteren Person begegnest, die eben diese Wasserseite hat, oder dass du dich selbst als Prinz der Kelche wiederfinden wirst. Ja, der Prinz der Kelche ist eben eine Wasserperson und hat viel natürlich auch mit dir zu tun. Auch eben diesen jungen Charakter sieht man hier, diesen kindlichen Charakter, diese Leichtigkeit, eine Person, die loslassen kann und eben sich voll und ganz auf das Emotionale einlässt. Es ist eine sehr verträumte Person, die emotional ist, die in den Tag hinein lebt, auch sich der Fantasie hingeben kann und sehr musisch kreativ ist, im zwischenmenschlichen Bereich natürlich sehr sanftmütig, sinnlich und zärtlich ist, romantisch auch, ne? Ja, sehr verträumte, liebliche Person. Und natürlich, diese beiden Karten können gut miteinander verknüpft sein. Und tatsächlich, beide Karten zusammen weisen in besonderem Maße auf Skorpion hin, könnte aber auch Löwe sein. Und vielleicht hast du es mit einem anderen Skorpion oder Löwe zu tun. Ja, oder eben, also mit den Personenkarten kann das sehr hier sehr unterschiedlich sein. Vielleicht ist das die eine Person und du bist die, oder eben andersrum. Oder es sind zwei unterschiedliche. Wir schauen uns mal diesen Prinz der Kelche an. Auf jeden Fall zum Ende der Woche wird diese Personenkarte präsenter. Okay. Und hier geht es wirklich um das Loslassen, ne? Oh, wow. Das ist aber sehr krass. Das ist aber sehr krass.
Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier steckt doch eine sehr viel höhere Entscheidung dahinter. Ja, ich glaube, vieles, vieles läuft sehr gut in dieser Woche, lieber Skorpion. Aber es macht halt sehr gut deutlich, dass es hier doch einen Aspekt in deinem Leben gibt, der gar nicht gut läuft. Und dadurch, dass eben das andere sehr gut läuft, es kristallisiert sich dadurch stärker heraus, ne? Das eine wird besser und das andere wird dadurch fast schon unerträglicher. Und genau gegen dieses Gefühl, das, was dich hier unzufrieden macht, wirst du zum Ende der Woche ganz deutlich rebellieren. Das könnte wirklich nur ein Aspekt, ein besonderer Aspekt in deinem Leben sein. Vielleicht hast du in irgendeiner Form eine Verantwortung aufgenommen und diese Verantwortung belastet dich nun. Ja, vielleicht hast du hier eine Verpflichtung eingegangen, irgendwie, dass du irgendwie jeden Donnerstag das und das machst oder so, ne? Irgendwie. Aber du merkst jetzt, dass es nicht funktioniert, obwohl alles andere in deinem Leben sehr gut funktioniert. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Vielleicht hast du zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie einen zusätzlichen Aufgabenbereich angenommen. Und jetzt merkst du eigentlich, dass diese zusätzliche Arbeit alles bei dir, also ja, dass das einfach nicht gut sich für dich anfühlt, dass es nicht gut funktioniert, dass dich das sehr, sehr unzufrieden macht. Obwohl vieles andere eben sehr, sehr gut ist. Du wirst hier sehr deutlich zum Ende der Woche das erkennen können für dich, um was es hier geht, und dich auch so ganz entschieden dagegen entscheiden und hier wirklich etwas für dich beenden. Vielleicht betrifft das auch eine Lebensgewohnheit von dir, ne? Vielleicht fällt dir das hier in dieser Woche im besonderen Maße auf, wie sehr dich eine gewisse Gewohnheit in dein Leben belastet, zum Beispiel das Rauchen, ne? Vielleicht fällt dir auf, mein Leben ist eigentlich sehr, sehr super, außer diese eine Gewohnheit. Du wirst dich dann zum Wochenende wirklich entschieden dagegen entscheiden, dass du sagst, nein, jetzt nicht mehr. Im Zuge einer Erkenntnis, ne? Es könnte wirklich so ein richtiger Geistesblitz für dich sein, der aus deinen tiefsten Inneren kommt und wodurch du gar nicht mehr anders kannst, als diese Sache zu verändern. Ich sehe hier doch deutlich, dass das etwas Punktuelles ist, dass es nur einen Aspekt deines Lebens betrifft. Es gibt so viele gute Entwicklungen in deinem Leben, ne? Also man könnte jetzt auch meinen, das könnte hier eine Trennung sein, ne? Eine Trennung von deinem Partner. Vielleicht ist das auch bei manchen so, aber das sehe ich bei wenigen Menschen. Weil du hier eigentlich eine sehr positive Karte, was das Soziale betrifft, hast, ne? Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass du eigentlich eine sehr erfüllende, glückliche Familie hast oder einen und oder Freundeskreis. Und dass du auf Basis dessen einfach diese Entscheidung treffen kannst. Aber ich sehe das trotzdem bei wenigen. Ich sehe hier mehr etwas Faktisches, ne? Also etwas, was entweder deine Arbeit betrifft oder deine Lebensgewohnheiten. Ja, auf jeden Fall wird diese Entscheidung total rigoros sein, ne? So 100%, das sieht man hier deutlich. Und sie kommt tief aus deinem Unterbewusstsein, aus deinen Emotionen heraus, ne? Du bist mit dieser Entscheidung also sehr im Einklang. Es ist eine sehr vernünftige Entscheidung. Und mit den Waagen hier wirklich bahnbrechend, ne? Es bringt dich wirklich auf einen neuen positiven Weg. Erfolgsversprechenden Weg in dein Leben. Also, lieber Skorpion, habe nur Mut, ne? Und sei selbstbewusst deinen Entscheidungen gegenüber, ne? Also deinen Einschätzungen gegenüber. Da hast du jetzt im Moment einen sehr guten Durchblick. Was haben wir hier? Befrei dich von Negativität. Befrei dich von Negativität. Und schau mal, hier ist Vollmond im Skorpion, ne? Ja, ein wunderschöner Skorpion ist hier drauf. Und das ermutigt dich natürlich dazu, voll und ganz zu dir zu stehen, zu dir und deiner Freiheit, ne? Deiner Ich-Werdung. Ich sehe hier wirklich
Es hat hier wirklich einen sehr befreienden Aspekt von etwas, was dich schon lange belastet und dein Leben betrübt. Und das muss eigentlich gar nicht sein, weil dein Leben ist wirklich, funktioniert super, ne? Ja, lieber Skorpion, ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche mit vielen tollen Erfahrungen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.